abgenommen. Noch nicht. Noch nicht, sie sind dabei. Und gleich rocken wir die Bühne hier und danach trinken wir noch einen, oder? Was meint ihr? Ja, okay. Wir haben noch Haare. She's a rock and roll star. Glasklar wie unsichtbar. Darf ich mal anfassen? Ja, also ich muss sagen, glänzender Auftritt. Ja. Und die Daisy-Mensch, das ist ja aber Daisy, auch hart, oh, ne? Die lebt ja nicht. Daisy ist stillgestellt, damit sie mir nicht auf Zimt tun muss. Super. Dankeschön.
Schickeria TV heute. Wir sind hier bei der Weltkinopremiere von meinem Musikvideo Give You What You Need. Feiert heute Weltkinopremiere. Haben zusammen mit Chin Chin aus dem Bachelor gedreht. Haben dafür einen eigenen Flugplatz gehabt und 35 mm wurde alles gedreht. Also es war ein Top-Musikvideo, auch relativ einzigartig für Deutschland. Und ja, weitere Infos findet ihr auch oder das Musikvideo selbst auf der Website kingtmd.com. Come on.
Tommy, das ist der Hammer. Jetzt sind wir hier in Gränig bei den TV-Aufzeichnungen, für wenn die Musik kommt. Und jetzt kommt eben schon Kontakt Bayern zu uns, der Roland Riedel, und sagt, hör mal Leute, ich brauche Autogramme von euch. Die fragen alle an, Rittmusik und. Und jetzt machen wir einfach mal ein paar Autogramme auf Vorrat für den Roland und für alle Leute in Bayern und Österreich, die nach uns fragen. Und jetzt würde ich mal sagen, dann nimmt der Tommy hier den Part, weil ich habe hier schon schätzungsweise 50 Stück unterschrieben. Jetzt ist Tommy dran, wie gesagt, für unsere Fans in Bayern und Österreich. Du willst sein. Die Sonne weg, ja, der ist gleich weg. Der dauert ein bisschen. Immer in die Kamera. Auf geht's in den Dschungel, schalalala. Klappet Holz und Bohnen, ja, das ist der Hit. Bei jeder kleinen Prüfung ziehen wir voll mit. Auf geht's in den Dschungel, schalalala. Auf geht's in den Dschungel, schalalala. Klappet Holz und Bohnen. Reis und Bohnen, ja, das ist der Hit. Bei jeder kleinen Prüfung ziehen wir voll mit. Wir mahnen auf den Dschungel, schalalala. Auf geht's in den Dschungel, schalalala. Auf geht's in den Dschungel, schalalala. Auf geht's in den Dschungel, schalalala. Begrüßen wir nun Tommy und Teddy von den Dschungeljungs. Da ist ein Baumhaus in the Busch. Schalalalalala. Baumhaus in the Busch. Schalalalalala. Baumhaus in the Busch. Schalalalalala. Thank you.
schalalalala. Auf geht's in den Dschungel, schalalalala. Auf geht's in den Dschungel, auf geht's in den Dschungel, schalalalala. Auf geht's in den Dschungel, schalalalala. Auf geht's in den Dschungel, schalalalala. Wir sind die Italien, die Moral von der Geschichte hat sich im Zahlen. Ich hab dich gesucht und ich hab dich, hab ich dir überhaupt gesucht? We are the champions tonight. We are the champions tonight. Whoa! Whoa! Oh yeah, let's show the world how we rock this place. Yeah, yeah, yeah. Let's show the world how to play this game. Was haben sich meine Eltern nur gedacht, als sie mir meinen Namen haben gegeben? Bumsti, haben sie mich eins getauft, damit muss ich seither leider leben. Ja, da gibt es noch Situationen, wo ich meinen Namen hasse, wie sie mich töten. Das ist ein Foto und ein Kind, ein kleines Foto von mir. Schatzi, schick mir ein Foto, dann schick ich dir auch eins von mir. Ich bin wirklich hart daran am Arbeiten, aber es ist sehr schwierig, so ein Format im deutschen Fernsehen zu platzieren. Also sowas wie Piep, ob das nochmal überhaupt geben wird, das weiß ich nicht. Aber ich kämpfe dafür und ich hoffe, dass bald ja so eine Sendung produziert wird. Aber im Moment sieht es nicht danach aus. Die Moral von der Geschichte hat die Jungen weinen nicht. Wir wollen in den Dschungel gehen. Das ist so schön, in Kakerlaken baden gehen. Ja, das ist so schön, auf Krokodil eine Runde drehen. Ja, das ist so schön, Schweine, Hosen, Käfer, Schlangen, ja, wir kommen hier verlangen. Auf geht's in den Dschungel, schalalala. Auf geht's in den Dschungel, schalalala. Auf geht's in den Dschungel, schalalala. Ja, genau. Hallo, Florenz Möbel. Ja, nehmen wir das. Ja.
Lecker, lecker, Superman. Fliegt mich in die... Nee. Ja, Schickeria TV und Lena hat ihren Superman endlich gefunden. Der hat die geilste Nase der Welt, die kann man den ganzen Tag knutschen und was sagst du dazu? Knutsch mich. Moos, haben wir groß, haben wir null und famos.